unterwegs in den Hallen der Gedächtnis, unterwegs in den Hallen der Gedächtnis, mit Hörus Pavlos, sei willkommen auf dem Wege. Meine Damen und Herren, es geht darum, ob eine Wiederholung einer Wahrheit, wir sind hier bei der Betrachtung meiner aus dem Jahre 2006 laufenden Vorträge über Heidegger und Nietzsche und Klages und die Auffassung des Denkens. Und da hat der Freund hier, der Johannes, behauptet, ob sich meine Gedanken nicht wiederholen. Ja? Und ich habe gesagt, ja, natürlich wiederholen sie sich. Ja? Nur aber hat das eine andere Wertung. Man muss unterscheiden als Intellektueller, der auf einer gewissen Höhe der Zeit ist, dass man unterscheiden muss zwischen Phänomenen, ihrer Beschreibung und auch der Wertung dessen, was beschrieben wurde. Was heißt das? Also Gedanken wiederholen sich. Das ist das Phänomen. Ja. Okay. Aber was für eine Wertung hat es, da müssen wir einhaken. Und ich habe gesagt, dass in der antiken Welt und auch noch in der Renaissance im Denken sowohl als in der schöpferischen Kunst zum Beispiel eine Kopie eines Meisters, ja, hoch angesehen wurde. Deswegen gab es alle diese Schulen, ja, wenn zum Beispiel Leonardo da Vinci oder Michelangelo oder so ein Bosch oder so eine Schule hatten, bildhauerische oder malerische, dann haben die Lehrlinge oder die Epigonen, ja, die haben also das Meisterwerk nachgeahmt, vervielfältigt, ja, deshalb ja keine andere Möglichkeiten gegeben, als auch Buchdruck oder sowas. Ne? Es musste jedes Kunstwerk, wenn man es haben wollte, ein Adliger oder wollte es kaufen, dann wurde das kopiert, ja, das heißt noch einmal gemacht. Und deswegen haben diese Lehrlinge die Meister kopiert. Und es wurde als hochkarätige Kunst angesehen, wenn du einen Meister kopieren kannst, weil der war wirklich göttlich. Genauso das Denken von den höchsten Gedanken, was man im Sinne sagen kann, wenn man Heideggers Gedanken nachdenkt, ja, dann bewegt man sich am Ende einer 2000-jährigen europäischen Metaphysik-Tradition, ja, und ihrer Kritik. Das ist, dahinter geht nicht mehr. Das, was nach Heidegger kommt und nach anderen solchen letzten großen Denken, wie es Nietzsche und Klages war, das ist nur Fachwissen in bestimmten Richtungen. Ja. Erkenntnistheorie wird zu Wissenschaftskritik zum Beispiel in der Philosophie heute. Heute hast du Philosophen, die die Theorie der Biologie zum Beispiel studieren. Ja. Die können über theoretische Fragen der Biologie sich auslassen, das heißt Wissenschaftsphilosophie. Und das ersetzt die gesamte Erkenntnistheorie. Ja. Aber die gesamte Erkenntnistheorie, die geht eben auf Fragen, was heißt Denken überhaupt? Welche Eigenarten sind bei kreativem Denken? Welche sind bei einem durchschnittlichen Anknüpfen von Begriffen, was ein automatisches Denken, ja, was Leute also in der Zeitung lesen, ja. Nietzsche selbst sagte, noch ein Jahrhundert Zeitungen und der Geist selber wird stinken, weil er gesehen hatte, wie durch die Verbreitung von sogenanntem Fachwissen, ja, diese Fachartikel in den Zeitungen so, wie sich die Gehirne des Bürgers, ja, das aneignen und machen das zu sozusagen zu diesem allgemeinen Horizont. Man weiß Bescheid heute über alles. Man kann reden bei einer Party über das oder jenes und 2012 und Kometen und Gesundheit und Kneipen und alles Mögliche. Und eigentlich ist ein oberflächlicher Quatschen über schon Gelesenes, Gehörtes, Angeeignetes von Fremden, ja, und kein ursprüngliches Denken. Und das ursprüngliche Denken, da komme ich zu der Wertung, von solchen hohen Gedanken, ja, ist nicht wiederholen.
von Gehörtem oder Gelesenem. Das ist unmöglich. Da kommst du nie in das wesentliche Innere, in diesen Erlebnisinhalt, der dich ergreift, wenn du es angemessen begreifst. Ja, dann bist du ergriffen. Und das ist ein Erlebnis. Das ist nicht eine Informationsvermittlung. Das ist so etwas, wie wenn du verliebt bist. Das erschüttert die Grundlagen deines Daseins, ja, deine ganze Perspektive auf die Welt, in dem Sinne, wie du lebst, ja, was du da machst eigentlich. Also deswegen kannst du allein durch den Wald gehen und reden und plötzlich hast du diesen Patsch. Jetzt weiß ich, wie das zusammenhängt, zum Beispiel mit der Identität. Ja. Was heißt diese Relation A ist A? Wenn du das wirklich nach Heidegger begreifst, ja, dann schmeißt es dich so um, dass du froh bist, dass du allein bist, ja, dass du das jetzt auskosten kannst, dieses aktuelle Erleben, dass du das verstehst, dass du jedem Gegenstand seine Gegenständlichkeit wegnehmen kannst, dadurch, dass du es schaffst, dass es dir nicht entgegensteht als Gegenstand, sondern dass es durch dich quasi lebt, dass du seine Perspektive zulässt, des Gegenstandes an sich. Dann kannst du nicht mehr Gegenstand an sich sagen, das ist ja ein Widerspruch, weil sobald du Gegenstand sagst, dann ist es schon zwischen Subjekt und Objekt eine Grenze, ja, und das steht dir entgegen. Dann musst du sagen, Phänomen. Ja. Phänomen ist das, was du erlebst. Ne? Und wenn du es erlebst von, sagen wir, ja, für einen Bruchteil der Sekunde, ja, kann es dir gelingen, dass du bei solchen Zuständen tatsächlich das Baumdasein dich aufflackert in der Seele, dass du dich wie der Baum erlebst, ja, dass du selbst der Baum bist. Ne? Und das ist das Zen-Bewusstsein, dieses Verlagern des Subjekts quasi. Was passiert da? Es ist das Verlagern des Subjekts in die andere Perspektive, dass du der Baum bist und du den Vorbeigehenden erlebst. Ja? Das kann sein. Das sind aber schon dann extrem mystische Zustände oder klapsreife Zustände. Wenn du sagst, du bist der Baum und du gehst an dir vorbei, da kommt der Herr Oberarzt und sagt, naja, Herr Janda, also wir glauben, wir müssen die Medikation verändern. Ja? Wenn du es so weit gedeihen lässt, dass du dieses zum Alltag werden lässt, dann bist du vielleicht, wenn du nicht in guten Händen bist, dann bist du der Klapser, ja. Aber ich denke eher, dass da eine Entgrenzung der Subjektbarrieren passiert, eine gewisse Verflüssigung der Subjektgrenze, ja. Und du bewahrst sehr wohl deine Perspektive, ja. Also, aber sie ist sehr erweitert. Du kannst also in deinem menschlichen, und das ist gerade der Unterschied, du bewegst dich dann im Leib und in der Seele und nicht im analytischen Geist. Der analytische Geist ist etwas sehr Begrenztes, sehr Punktuelles, das nur in logischen Formeln und in seinen engen Bahnen denken kann, eins nach dem anderen. Ja? Logik, wenn A, dann B, wenn B, dann C, mit A, dann C, okay und so weiter und Logik. Während das synthetische, seelische Feld, ich sage nicht Bewusstsein lieber, weil das Bewusstsein ist eben für den Geist reserviert, also dieses seelische Feld, seelisch-leibliche Feld sogar, welches beim Qigong eigentlich geöffnet wird, ne, durch die Übungen, bist du sozusagen nicht mehr punktuell, wie ich dir sagte, du kannst die Energiebewegungen durch deinen Leib simultan an mehreren Bahnen erlebend betrachten. Ja? Und das ist dann nicht mit analytischem Geist getan, sondern einfach mit der Seele. Ja? Und die Seele ist überall verteilt durch den Leib. Und nach eben den neueren erkenntnistheoretischen Spekulationen und Theorien von so Sheldrake und Terence McKenna und David Bohm und der, sagen, wissenschaftlich eher verfahrenden New Age Theoretikern, ja,
ist das Seelenfeld eben durch den Leib, sicher, aber auch jenseits des Leibes. Es verbreitet sich um dich herum, je nachdem, wie weit du gerade erlebst. Ja? Wenn du mit Liebe und mit Entspannung und mit Ruhe die Bäume betrachtest, die um dich sind, dann ist dein Seelenfeld vielleicht 10, 20, 30 Meter um dich genauso aktiv, ich meine genauso rezeptiv wie in deinem Leib. Okay? Und du kannst dann diesen Baum von innen erleben. Ja? Und das gibt dir so einen kleinen Quasi-Zustand des vermischten Erlebens. Baumleib, ich Leib, ja, also mein Leib, Baumleib. Und das ist so, das nennt man Phänomene, das sind keine Wahrnehmungen, ja, in dem Sinne, Wahrnehmung ist immer gegenständlich. Ich nehme wahr, Löffel, Schüssel, Computer, ne? Also das war Batteriewechsel, erfolgreich, dass ich das beenden kann, dass eben dieses rezeptive Seelenfeld, ich sage rezeptiv, das ist nicht aktiv, so in dem Sinne wie der bohrende, forschende, messende, analytische Geist. Wenn man in der Physik oder in der Materialwissenschaft oder auch in der Medizin heute mit dem analytischen Geist arbeitet, dann hat man ein Ziel, oder? Man will verstehen. Und warum will man verstehen? Warum will ich die Materialien verstehen? Warum will ich die Knochen und die Sehnen, die Bänder verstehen? Nur damit was? Damit ich sie verbessern kann. Ja? Und das bedeutet beherrschen. Ich muss das beherrschen. Das ist den Gegenstand meines Faches, muss ich beherrschen, sonst kann ich nicht erfolgreich neue Herstellungsverfahren oder neue Heilverfahren oder medizinische Korrekturen vorführen am Leib. Und deswegen ist das aktive Verstehen mit dem linearen Geist immer wesensverschieden von dem rezeptiven Erleben durch die passive Seele. Über das passive Seelenfeld ist einfach ja nicht daran interessiert, die Bäume zu beherrschen oder die anderen Menschen, die man erlebt. Ja, wenn man also verliebt ist, wahrlich, also auf eine klassische ältere Art, dann staunt man eher. Man kalkuliert nicht, wie man diese Frau herumkriegt, ne? Sondern man staunt. Man ist schockiert, überrollt, umgehauen, fasziniert, und das sind alles Bezeichnungen für passive Phänomene. Du bist der Erleidende, du bist überrollt worden von etwas, ja. Du bist erstaunt, ja, und du bist also passiv, ne. Der Kiefer fällt runter, du glotzt, ne. Und erst nach nicht einer Zeit, was die natürliche Antwort ist, na, du wirst in der Nähe sein von so einem Phänomen, ja, weil es dir sehr gut tut, ne? Und du bist in der Nähe solcher Frau, ja, und staunst weiter. Genauso bist du in der Natur zufrieden und du hockst einfach da und du willst nichts beherrschen.
Und in dem Fall handelt es sich dann um Erlebnisse, ja? Die nennen wir fachlich in der Philosophie Phänomene. Und die Wissenschaft, die sie untersucht, heißt dann Erlebniswissenschaft oder Phänomenologie, ne? Und eben Heidegger, Husserl und diese Bande, das waren die letzten großen Phänomenologen, ja, die sich nicht so sehr dafür interessiert haben, wie das wissenschaftlich gegenständlich ist in der Welt, sondern wie erlebt der Mensch die Welt. Ja. Das war die Erlebniswelt, die der Gegenstand einer Husserlschen oder Heideggerschen Untersuchung darstellt. Bei Nietzsche war das auch zum großen Teil Erlebniswelt, weil er sich mit der Moral beschäftigte. Das heißt, welche Wertung gebe ich dem, was ich erlebe? Ja? Okay, gut. Also unsere Frage war ursprünglich, ist die Wiederholung von alten Gedanken jetzt mal, wie wolltest du das werten? Ja? Du hast es auf Frage gestellt. Ja? Und wenn man eine solche Frage stellt, ist dahinter natürlich ein Sinn. Ja? Ich frage so etwas entweder, weil ich der Meinung bin, man soll sich nicht wiederholen, ja? Weil fortschrittlich ist eigentlich immer etwas Neues zu sagen. Ja? Das ist eine berechtigte Meinung, wenn man von dieser, sagen wir, weltbeherrschenden Auffassung der modernen Physik oder der modernen Medizin kommt. Wenn etwas bekannt ist, ist es abgehakt. Man kann das finden in der Datenbank und wir gehen weiter. Wir müssen die Grenze des Wissens voranschieben. Ja. Da ist es berechtigt. Aber aus der Perspektive einer, sagen wir, Erlebniswissenschaft, die sagt, okay, es gibt die höchsten möglichen Wahrheiten über das Zusammenhängen von Leib, Geist, Seele, Denken, Erleben, Natur und so. Und diese nachzudenken, wie Heidegger sagt, unterwegs zu sein und den Gedanken nachdenken. Verstehst du das? Du gehst und suchst so zu denken wie der Denker vor dir. Dies ist ein ursprüngliches, nochmaliges Gehen und unterwegs, wie Heidegger immer betont, wandelt sich das, was du wahrscheinlich am Anfang so gedacht hast, was es sein könnte, wohin du willst. Dies ist das aktuelle, authentische, eigentliche Denken. Du weißt grundsätzlich am Anfang nicht, wo es endet. Ja. Und deswegen sagt Heidegger auch, achten wir eher auf den Weg als auf den Inhalt. Weil der Inhalt ist das, was die lineare, sagen wir, analytisch orientierte Denkweise festnageln will. Die will einen Inhalt. Fertig. So ist es. X gleich so und so und das wird eingeschrieben und jeder, der auf diesen Gedanken kommt, der soll das Gleiche bitte schön denken, weil dann können wir das verifizieren. Ja. Dann können wir Versuchsordnungen machen anhand der Theorie und die Versuchsordnungen sollen ja explizit klar sein, weil wenn wir nicht die gleichen Versuchsanordnungen machen, dann sind es empirischen Beweise für die Katz. Ne. Deswegen sollst du bitte schon genauso denken, genauso eine Anweisung, wie man die Waschmaschine gebraucht, ja, kann nicht poetisch geschrieben werden. Man nehme Wasser sauber machendes und verteile das in die Seele der Maschine. Ja. Nun werfe man das gebrauchte alte Kleidzeug rein und lasse das wirken. Na gut. Das ist ja so eine poetische Beschreibung der Waschmaschine. Da kann jeder denken, was er will, ja. Aber das geht nicht. Da muss explizit sein, welche Schublade für Waschmittel und welche für Spülmittel und wie viel Grad und so. Und nacheinander muss es stimmen, sonst funktionieren die Maschinen nicht. Ne? Aber das ist gerade das. Also wenn wir zusammenfassen, dann sagen wir, in meiner Perspektive, der kreativen Nachgehen der tiefsten Gedanken der Menschheit, die natürlich immer neu
erlebt werden, deren sich wandelnden Inhalte zu der jeweiligen Zeit, an dem jeweiligen Ort, mit meinem Hintergrund, mit meiner persönlichen Geschichte, mit meinen persönlichen Interessen, immer anders ausfallen in einer tatsächlichen Aktualisierung, ja, ist genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein genialer Schüler von Da Vinci wäre und würde die Mona Lisa nochmal malen, ja, und er würde kommen und würde sagen, wow, das ist aber ein Ding, ja. Diesen Aspekt habe ich flüchtig geahnt, dass ich das auch so machen könnte, aber ich habe mich für diesen Aspekt ihres Lächelns entschlossen, ja. Also das signiere ich, das ist wie meins, ja. Und jetzt hast du eine zweite Mona Lisa, ja, die also dann, wenn du pragmatisch bist, heute auch die große Summe Geld bringt. Aber darum ging es nicht damals, ja, diese Künstler waren nicht an Geld interessiert, primär, weil sie hatten Mäzene, ja, das war lebenslange Verhältnisse mit irgendeinem Adligen, wo du also abgesichert bist, und das ist eigentlich die einzige Art, wo man wahre Kunst machen kann, wenn du weißt, hier, das ist dein Grundstück, das ist dein Haus und das gehört dir, weil ich denke, du bist wichtig für meinen Staat, ja, okay? Das ist die einzige Art, wie man klassische Kunst, also richtige Kunst machen kann. Also dann ist dieses Nachdenken der großen Gedanken also eine künstlerische Tat ohne Gleichen und hat im Sinne auf die Weisung, wohin die Menschheit sich allgemein entwickeln könnte, für mich einen höheren Wert als eine analytisch scharf durchdachte Neuigkeit, ja? Weil die analytisch scharf durchdachte Neuigkeit in einer, sagen wir, Fachdisziplin, sei es jetzt Physik oder Medizin, ja, geht nur scheinbar in einer neueren Richtung. Ja. Sie bleibt immer verhaftet in dem einen Paradigma, in dem diese Physik oder diese Medizin denkt, seit bestimmte Zeit, ist eine Tradition. Ja. Und nur selten gibt es Fachphysiker oder Fachmediziner, die beim Überlegen eines konkreten Problems einfach einen Blitz haben, es könnte alles ja ganz anders sein. Ja. Ich könnte das ja in einem anderen Paradigma machen. Ja. Und das ist es, was die Philosophie macht. Die Philosophie, sag mal, schaut sich die Möglichkeiten der Paradigmata an. Wie könnte man überhaupt denken? Ja? Was heißt denken überhaupt? Ja? Warum müssen wir so denken? Könnten wir nicht anders denken? Und ich postuliere hier gerade wieder, wie der ungefähr der Henryk Skolimowski mit seiner Arbeit Der teilnehmende Geist, der Participatory Mind, versucht hatte, in der modernen Erkenntnistheorie, der modernen Art, das zu beschreiben, wie wäre das, wenn die Wissenschaftler jetzt mal in diesem rezeptiven Seelenfeld versuchen würden zu denken. Sprich, ein Beispiel, Biologen wollen, sagen wir, eine Lebensform untersuchen, zum Beispiel einen Baum. Was machen die? Das wäre jetzt eine verbürgte wissenschaftliche Methode. So müsste das immer geschehen. Heute, was machen die? Die nehmen Proben und schreiben die und machen die unter Mikroskopen und Lösungen und so weiter. Und der Rupert Sheldrake sah ganz angemessen, dass er einfach nicht mehr Biologie an der Uni studieren konnte, weil es kam ja paradox, dass wenn man etwas Bios, ja, ist Leben, ja, wenn man es Lebendiges untersuchen will, muss man es töten, zerreiben, zerkleinern und dann die Bestandteile in Mikroskope oder in Lösungen stecken und dann darüber Aussagen machen, was es denn sei. Na? Und es hat also etwas über das Leben Aussagen? Nein. Also, und das hat der Skolimowski
Der hat vorgeschlagen, also dann wäre die verwirkte Methode diese. Die Biologen treffen sich im Wald an einem konkreten Baum, setzen sich im Kreise und meditieren erstmal. Das sind aber Biologen, keine Freaks, ja, die da Gras rauchen wollen. Ja. Die ist nichts dagegen, dass die da Gras rauchen würden, die Freaks. Die haben aber keine biologische Wissenschaft zu treiben, die haben einfach gute Zeit zu haben. Ja. Aber diese Biologen sind Wissenschaftler. Und jetzt arbeiten sie an der Uni. Okay, sie sitzen sie hin und trotzdem sie meditieren und versuchen diesem Baum zu vermitteln, dass sie Fragen an ihn stellen wollen. Was ist dein Wesen oder was ist das Besondere an dir, an deiner Gattung, an deiner Art, was für Stoffe du hast und was könnten wir davon zum Beispiel für Medizin nutzen oder für eine bestimmte Materialwissenschaft oder dürfen wir überhaupt was nehmen? Also sie stellen erstmal diese Fragen, ja. Die wissen natürlich, der Projekt heißt so und so, dann die wissen ungefähr, was die fragen. Und sie warten auf eine Antwort. Und dann besprechen sie das im Kreise, was die gehört haben. Und wenn sie nichts hören, dann sagt einer, der da erfahren ist, sagt, ja, also welche Sprache sollen wir eigentlich an dich richten? Ja? Also wie sollen wir mit dir sprechen? Oder kommunizieren, weil unsere Sprache ist ja natürlich menschliche, begriffliche oder was weiß ich. Wie sollen wir mit dir in Kontakt treten? Ja? Und dann stellen Sie diese Fragen, warten Sie wieder, was kommt? Ne? Und dann kommt vielleicht völlig was anderes. Dann kommt vielleicht jemand erzählt, dass er eine Vision hatte oder dass er eine Geschichte gesehen hatte. Ja? Und dann müssen also wieder in dem Kreise. Das, was du jetzt beschreibst, ist im Prinzip wie ideal wissenschaftliches Genau. Arbeiten vorzugehen hat. Das Genau. muss, das ist ja im Prinzip nur bildlich gesprochen, wenn du sagst, der Baum antwortet dir vielleicht. Aber im Prinzip muss man, ja, wenn man eine Theorie aufstellen will oder was untersuchen will, das grundauf bedenken und von allen Seiten beleuchten, damit man dann Genau. Aber aber. das wäre jetzt mal schon eine praktische, das wäre jetzt ein praktischer Teil, wie man konkret einen konkreten Gegenstand, also in diesem Sinne lebendige Pflanze, untersucht. Ja, das wäre jetzt nicht mal das theoretische Denken im Sofa, die sind schon wirklich in the field. Und die machen also tatsächliche, die kommen schon zu der empirischen Untersuchung. Aber die Vorbereitung läuft gerade nach diesem anderen Vorbild, das ihnen die Philosophen geliefert haben. Die Philosophen hätten ausgearbeitet, es gibt mehrere Arten des Denkens, des Zuwendung. Die eine ist eben mit dem seelischen Feld und nicht mit dem analytischen, linear-punktualen Geist. Und dann muss eine andere Methode dran. Ne? Okay. Und jetzt finden die irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Inhalte, erleben die Wissenschaftler, sind ja genügend da. Und die wissen natürlich viel über die Biologie und die haben viele Bilder gesehen, was ich nicht kenne von Zellen und von Geweben und die wissen, was Osmose ist und was Photosynthese ist und die kennen schon die Physiologie des Baumes, sodass ihre Antworten sehen anders aus als meine, ja. Und da würde dann jemand dabei sein, der auch zusätzlich zu der Biologie zum Beispiel psychoanalytisch fähig ist und er könnte ihnen das deuten, was bedeutet was, ne? Wie im Traum zum Beispiel. Ne? Und dann werden sie eben erstmal die Sprache finden, wie mit diesem Baum zu kommunizieren. Vielleicht müssen sie bestimmte bildhafte Vorstellungen herausschicken. Vielleicht müssen sie Feuer anzünden, vielleicht müssen sie tanzen, vielleicht müssen sie Qigong machen, vielleicht müssen sie Gesänge machen oder es geht alles in so ein bisschen in Richtung der alten Kultur. Ne? Sie machen viel mehr um den Baum herum, mit dem ganzen Leib und mit der ganzen Seele, mit den ganzen Potenzialen des Menschen, als einfach kalt analytisch Proben abnehmen, ne, und die wegtragen. Ne? Okay, und dann kommt da was raus, was sie dann quasi auf die Gedanken findet, ja, also das Ergebnis ist, dieser Baum zum Beispiel halt. Jetzt mache ich einfach nur Raten, ja. Es kann zum Beispiel Depressionen heilen. Also gut, bringt die Leute hier
mach nicht die Rinde abschaben und sie verpulverisieren und in Tabletten pressen, ja, sondern bring sie hier, setz die um den Baum herum und spiele zum Beispiel Geige. Das ist jetzt unser Ergebnis. Oder wenn schon ungefähr Stoffe abgenommen werden, ja, dann werden vielleicht die Blätter am Herbst genommen, ja, die ist den Baum nicht schädigt, und aus denen soll dies und jenes gemacht werden, was gut ist, zum Beispiel für, weiß ich wieder nicht was, vielleicht für Stabilisation von Farben oder sowas. Okay. Und auf diese Art und Weise werden die Botschafter empfangen, und dann werden diese empirischen Versuche damit auch gemacht. Ja. Und dann wird geguckt, ja, hat es das gebracht? Sind die Patienten geheilt? Sind die Farben stabilisiert? Und so weiter. Und das würde sich als ein empirisches Verfahren einbürgern, so, dass auf der Uni, wenn man studiert, ja, Biologie, Physik, was, wäre da in den ersten zwei Semestern wären einfach nur diese Psychotechniken. Man würde unterrichten die Leute, wie sie sich selber reinigen, wie sie sich selber vorbereiten, um mit ihrem Gegenstand, der sozusagen dann nicht nur Gegenstand ist, sondern ein Phänomen, ein erlebbares Phänomen, wie sie mit ihm in Kontakt treten. Und das würde die ganze Wissenschaftspraxis verändern. Und dahin ging ja ursprünglich das Ziel, also dass die Hoffnung der großen Philosophen um die Jahrhundertwende, also vom 19. bis zum 20. Jahrhundert, die Zeit der großen Systemtheorien, ja, wo man gesehen hatte, wir sind irgendwie am Ende angelangt, ja, mit der alten empirischen Wissenschaft. Und da gab es zwischen 1900 und 1920, 30, da gibt es eine enorme Menge von Ansätzen, wo man also ganze Möglichkeiten skizziert hat. Aber dann hat der Krieg, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, hat schlicht einfach durch Notwendigkeit der sehr schnellen, seriellen Produktion das alles über Bord geworfen. Man hat nur das Notwendigste, das Schnellste, das Viereckigste, das Pragmatischste gemacht, und das hat funktioniert. Ja. Das hat enorm einen Boost gegeben dem Kapital und dem Vernichten und der Wirtschaft und so. Und nach den Kriegen war die Zivilgesellschaft, die ist da weitergefahren in diesem kriegerischen Sinne. Und die ganze moderne Wissenschaft ist dann auf Eroberung und auf Eroberung der Märkte, ja, du hörst das schon, ne, das Durchsetzen der neuen Produkte und Ausschalten der Konkurrenz, ja, die sind alles kriegerische Begriffe. Ja. Und dann kommt eben 1960s, ne, wo junge Leute sagen, das machen wir nicht mit, wir machen lieber einen Bomber oder einen Joint rauchen oder LSD und machen uns einfach weg davon und träumen so ein bisschen. Ne? Und wir wären das in den 60ern, wie es richtig Terence McKenna, das ist so ein moderner Advokat dieser alternativen Richtungen in der Wissenschaft, sagte, in den 60ern war das mehr oder weniger auf den eigenen Kick gerichtet. Also was macht die psychedelische oder das Bewusstsein erweiternde Prozess, was macht es mit mir als Person? Erfahre ich etwas über meine Macken und habe ich einen geilen Kick oder sehe ich etwas, was mich also erhebt? Ja? Und das wurde dann natürlich verboten. Nach einer Zeit lang wurden all diese psychedelischen Substanzen verboten, weil das große Angst gegeben hat, dass es tatsächlich die Gesellschaft verändern kann. Ja, die Leute wurden einfach easy. Ja. Die haben, wenn nämlich diese psychedelischen Substanzen haben die Wirkung, dass das Ego entgrenzt wird. Ja. Also diese entgrenzende Wirkung, die eben bei dieser, wo ich da vorher beschrieben habe, bei den Wissenschaftlern, die um den Baum sitzen und die Fragen stellen
Oder der Spazierende im Wald, der sozusagen diese großen Gedanken und Erlebnisse hat, der ist ja auch entgrenzt, ja. Aber durch Psychotechniken und nicht durch Psychodrogen, ja. Er versucht praktisch seine verengte Perspektive zu erweitern. Und das tut jeder große Erfinder. In jeder Epoche, in jeder Disziplin hat also das Neue gefunden dadurch, dass er sich von dem alten Weg weg entfernt hatte und dass er einfach passiv so mehr oder weniger gestaunt hat und spekuliert hat. Und man weiß aus der Geschichte der großen Entdeckungen, dass sie dann plötzlich in einem Moment erscheinen. Ja? Die Leute sehen die Lösung, sind überrascht, bei völlig was anderem. Beim Spazieren. Natürlich haben sie vorher gelesen, natürlich haben sie vorher studiert, natürlich haben sie die Daten alle irgendwohin gepfercht in ihr Seelenfeld oder in die, wir wissen nicht bis heute, wo das Gedächtnis ist. Ja, das ist alles nur Spekulation. Im Gehirn ist nichts. Da ist nur Natrium, Calcium, Aktionspotenzial, Exzitationsphänomene an den Synapsen, ja, Kationen und Anione, die da herumstürzen und das übertragen wird, ja, aber kein Inhalt, keine Information, kein Wissen. Im ganzen Gehirn niemals wurde bis jetzt ein Inhalt gefunden. Weißt du, was das für eine enorme Aussage ist? Ne? Du kannst das Gehirn bis ins molekulare Struktur aufreiben und untersuchen und da ist nichts. Nur eben diese physikalischen Phänomene, ja. Und das führt zu der Spekulation, dass das inhaltliche Gedächtnis, ja, überhaupt nicht im Gehirn ist. Ne? Das ist, Terence McKenna sagt richtig, es wäre, als ob man im Radio nach den kleinen Männlein sucht, die da sprechen. Ja? Früher, wo das Radio neu war, waren die naiven Leute überzeugt, ja, da ist niemand drin. Weißt du? Es muss jemand da sein, wenn das spricht. Ja. Die haben das aufgenommen und da gab es nur diese Drähte, ja, und diese Lampen. Ja. Also ungefähr so denken die heutigen Leute, wenn sie nach den Inhalten im Gehirn suchen und da sind nur die Drähte und die Lampen. Ja. Was heißt das? Radio ist was? Ein Empfänger. Und der Sender ist wo? Der ist irgendwo, aber wo ist die Information? Die ist überall in diesem Feld, ne? Um das Radio herum. Ne? Genauso kann das menschliche Gedächtnis quasi so funktionieren, dass das Gehirn, das physische Organ, ist ein Empfänger, der sich auf eine bestimmte Resonanz schaukelt, wenn er Fragen stellt. Ne? Und die Information ist verteilt durch einen riesen Raum, ja? Vielleicht durch die ganze Erde oder durch die ganze Biosphäre oder es ist verdickt irgendwo, zum Beispiel an der Uni, wo ich immer am Giesberg war, oben an der Uni, ne, in Konstanz. Den habe ich also in der Zeit, wo ich viel meditiert habe, ja, da habe ich gespürt, Wahnsinn, wie dicht das dort ist, ne, dieses Informationspotenzial, ja, das wirklich vibriert mit Wissen, ja, und das war unmöglich, dort zu meditieren, sich zu öffnen, so in da oben an der Terrasse, ja. Das würde dich sozusagen, das würde dich so durchwühlen, da musste ich immer zum See gehen. Wir waren zwar mit den Mönchen, einmal in A82 waren wir mit den Mönchen aus Sri Lanka, oben auf dem Dach des Rektorats, ja, und da haben wir meditiert, ja, und im Igen, Gehmeditation war das, ja. Und das ging, ja, weil das Gebäude des Rektorats war hoch, ja, und ein bisschen über den Speichern, der gewöhnlichen Speichern da unten, ja. Also in dem Falle, um das kurz zu sagen, diese neuen Methoden wurden von großen Philosophen schon lange vorher durchdacht und angeboten. Viele Künstler haben es gemacht in ihrer Praxis. Viele originelle Denker haben das erlebt, ohne das zu reflektieren. Und dann in den 60ern wurde das reflektiert und wurde das also mit psychogenen Substanzen auch beschleunigt. Ne?
Aber der Kick ging eher in dieses Wow, das ist geil, ja, oder persönliche Aufklärung, ne, von eigenen Markenbefreiung. Dann wurde das verboten und die Wissenschaft und die ganze Stimmung und die ganze Wirtschaft und die ganze Ökonomie und der ganze Krieg gegenüber der Erde und Politik und Zusammenbruch des Ostens und sowas weiß ich. Also es hat uns schön zurückgeworfen in einen sozusagen Vorkriegszustand, ja. Weil jetzt geht es darum, die Rohstoffe zu sichern, ja. Um den nächsten großen wissenschaftlichen Sprung zu machen, da brauchen wir also die Rohstoffe, ja, und die ist zu wenig, ja, auf der Erde, und die Menschen sind zu viel, ja, also muss man aufrüsten und ja, Kontrolle halten und bessere Waffen und bessere Kontrolle. Die ganze Psychologie, die ganze Sprachwissenschaft, die ganzen Humanwissenschaften haben sich verschoben von einfach erkennen, was die Möglichkeiten sind, in erkennen, um zu kontrollieren. Die Psychologen studieren heute, um die Leute zu kontrollieren, um Werbung zu meistern, um Psychopropaganda zu meistern oder die Psychoverunglückten mit Chemie zu sedieren, ja, oder so weiter. Ja, weiß. Und das Ganze in der Materialwissenschaft oder in dem Maschinenbau, man versucht, die besten Maschinen zu machen. Okay, die schnellsten, ja. Wie ich gesagt habe, das Internet, das ist eine wunderbare Errungenschaft, um heute auf dem höchsten Stand der Information zu sein. Ne? Also jetzt haben sie diesen Kabel gezogen von Ostküste auf die Westküste in Amerika, ja. Also eine riesen Schleuse geschnitten mitten in die Natur, ja. Also das war vielleicht 50 Meter breit mit den ganzen sekundären Baumaßnahmen, die da gemacht werden mussten, ne? Um schlecht einen Kabel zu legen, um 13 Sekunden zu gewinnen bei Datenübertragung. Ne? Ungefähr so, ich sage es nicht genau. Für meine Berichte eine winzige Zeitspanne, die aber trotzdem von der Wirtschaft als so wichtig erachtet wird, dass sie ohne das, also die Westküste wäre nicht mehr fähig zu konkurrieren mit Europa, weil die Daten kommen irgendwie nach Europa und dann kommen sie Ostküste, dann kommen sie Westküste und über die Satelliten wäre das zu lange. Man braucht also Direktverbindung. Okay, und so machen wir das mit der Erde um, ne? Okay, jetzt kommt eine neue New Age Epoche, so wo also diese verschiedenen alternativen Modelle zweischneidig sind, weil sie auf der einen Seite ausgeschlachten sind von der kommerziellen Welt, die ganzen Science Fiction, die ganzen 2012 Phänomene, ja, die ganze Verschwörungstheorien und die ganzen UFOs und der ganze Kram und die ganze Bioszene und die ganze Heilung und Alternative ist natürlich ein großes Business. Ja. Aber nichtsdestoweniger, es gibt das Hardcore, diese originellen Denker, und die haben dieses weit, weit vorausgesagt, bevor es ein grünes Bewusstsein gegeben hat. Ja. Der Ludwig Klages ist der Nummer 1 Philosoph, der also der theoretische Sprecher der grünen Bewegung sein könnte, weil er schon in den 20er Jahren Sätze geschrieben hat und ganze Paragraphen, ich habe die Bücher hier, Mensch und die Erde und so weiter, könntest du Mund aufmachen und sagen, Wort für Wort können wir das heute abdrucken, zum Beispiel als Manifest der Grünen Partei. Alles drin. Ja. Aber die waren weit voraus, die haben das schlicht durch eben diese konsequente Hinterfragung der Erkenntnistheorie erarbeitet. Und so glaube ich, dass heute diese ganze Richtung nicht mehr, wie Terence McKenna mir glaubhaft gemacht hatte, nicht auf den persönlichen Trip orientiert ist, sondern auf die Botschaft der Erde. Also wir wollen hören, wir wollen erleben bei diesen verschiedenen Methoden der Untersuchung, der alternativen Zuwendung zu der Natur, was uns die Erde sagt. Nicht, dass ich jetzt mal
einen geilen Sextrip haben würde mit einer Maus, die da einfach auch auf LSD ist, ne? Sondern dass ich staune, was ich da an Erlebnissen habe, wenn ich in dem Wald bin und spazieren gehe und ebenso Gedanken wie die heideggersche Frage nach der Identität, wenn es mir klar wird und ich erschüttere und so immer wieder neu, neu, neu diesen Gedanken. Ich habe das jetzt mal zweimal, dreimal gehört beim Gehen in der Natur und immer wieder wurde es mir klarer, weil das sind schon, da spielen enorm viele Sachen noch danach dazu, weil wenn das begriffen ist, dass die Identität rückbezüglich ist, ja, dass jedes Phänomen, jedes, also besonders lebendige oder aber auch unlebendige, in Anführungszeichen, Gegenstand dieser Erde vor allem identisch mit sich selbst ist. Dass es nicht geht um die Gleichheit von zwei, A ist A, sondern das A ist A. Bedeutet, dass die Seinsweise des A ist, dass es mit sich selbst identisch ist. Ja. Also, das ist schwierig zu verstehen für Nichtphilosophen, aber wenn wir sagen, das Wesen jedes Menschen zum Beispiel ist, dass er mit sich selbst identisch ist, in erster Reihe, das wäre sein tiefstes Wesen, dann kannst du den nicht einfach unterordnen unter viele anderen Gruppierungen. Du kannst das nicht einfach sagen, er gehört zu einer Klasse, Gruppe, er ist typologisierbar, er ist statistisch untersuchbar und so weiter, weil er einzig ist, einzigartig ist, ne? Und immer wieder erst als in sich selbst sozusagen Wesen zugelassen werden muss. Und das gilt dann für alle anderen Gegenstände und alle anderen Phänomene. Du kannst nicht hingehen und da eingreifen, ohne erlebt zu haben, was das an sich sein sozusagen diese Phänomene ist. Deswegen meint Heidegger mit diesem Satz, die bisherige abendländische Metaphysik hat das Sein des Seienden nicht bedacht. Sie hat nur das Seiende. Das Seiende sind alle Gegenstände, die ich hier so habe. Aber wie die Gegenstände für sich sind, ohne dass ich sie zu etwas mache, zu einem Objektivieren, etwas, was ich gebrauchen kann. Und das ist das Geheimnis der großen Entdeckungen in Physik, in Medizin, in allem, dass der das begriffen hat, dass er einfach versklavt ist bis am Ende seines Lebens in bestimmten Schranken zu denken, ja, wenn er sein Paradigma nicht wechselt. Denn wenn man das philosophisch begriffen hat, ja, dann ist es erschütternd, weil du weißt, du wirst schlicht niemals im Leben etwas Neues entdecken können, weil dein Denken ist bedingt durch die Sprache. Du denkst in Begriffen. Die Begriffe sind sozusagen, so sagen wir, stille Worte, ne? Die Syntax ist die Art, wie du die Begriffe verbinden kannst, wie du also denken kannst, bedingt die Syntax der Sprache. Das Vorankommen des Denkens ist in gedachten Sätzen, oder? Du sprichst mit dir, wenn du denkst. Okay? Und wenn die Grammatik der Sprache nur bestimmte Anordnungen zulässt, wie Subjekt, Prädikat, Attribut und so weiter, und Nebensatz, so und so, dann kommst du nie weg davon und du wirst einfach nur so denken, wie schon 1000 Jahre gedacht wurde. Du kannst, Ja, du kannst ja neue Kombinationen denken. genau, Es du gibt kannst ja neue Kombinationen, genau, du kannst neue. unendlich viele, nein, unendlich viele nicht, aber also sehr, sehr viele Kombinationen, wie du deine Begriffe Genau, aneinanderreißt und dann verknüpfst und dann kannst du immer nur neue Wege finden. du Und das ist kannst. ja neues Du Wissen dann, kannst von oder? den zig hundert Farben, die wir schon kennen, ja, kannst du zig hunderttausend Mischfarben mischen, ja. Und du kannst von den Materialien, die wir in der Physik kennen, hunderttausend
Mischungen machen, ja. Aber sie werden alle nach einem bestimmten Präsuppositionen sozusagen laufen. Während jemand, der einen Paradigmawechsel macht, ja, der kann ja ganz andere Grundbausteine annehmen, ja. Er muss nicht Aber wir nur. müssen Paradigmawechsel beim Denken umsetzen. Ja, Wie eben. soll das gehen? Entweder durch Meditation oder durch Rausch oder durch Musik oder durch Drogen. Du musst das Hardware ändern. Oder durch Erlernen einer fremden Sprache, wie zum Beispiel Chinesisch, die nicht auf der Grammatik einer indoeuropäischen Sprache aufbaut. Ja, ich bin ja Sprachwissenschaftler, ja. Das habe ich studiert, das war mein Thema. Denken, Sprechen, Wahrnehmung. Und da habe ich eben japanische Grammatik studiert, chinesische Grammatik studiert und die alten indianer Sprachen. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass tatsächlich, das ist erschütternde Erfahrung, dass die, zum Beispiel, du hast bei den Hopi-Indianern, ja, Welche? Hopi, Hobby Indianer. nee, das sind Hopi-Indianer, das So. sind ein Stamm in Nordamerika. Okay. Die haben keine Kategorie der Zeit an, also ihre Verben, ja, haben nicht das, was wir haben, Vergangenheit. Ich war, ich werde, ich arbeitete, ich reite, ich habe geritten, ich werde reiten. Ja. Gibt es nicht. Es gibt nur ein Wort reiten. Okay. Und dann, du sagst, also Donnerwetter, immer reiten, reiten, reiten. Und die erleben die überhaupt Vergangenheit? Erleben die überhaupt Zukunft? Ja. Was? Und dann gehst du hin und fragst, irgendwie, ja, gestern kam einer hier mit dem Pferd, ja. An. Wie würdest du das sagen? Ja? Und dann notierst du das, okay. Und dann sagst du, morgen wollen wir reiten nach Hause in die Forschungsstation, wie würdest du das sagen? Und dann notierst du das und dann untersuchst du das. Ja? Und dann stellst du fest, dass was sich verändert hat, war das Wort, mit dem der Reitende bezeichnet wird, ja? Oder das Pferd bezeichnet wird. Nicht die Bewegung, nicht das Verb wurde verändert, sondern das in unserer Sprache der Agens, ja, der Reitende oder das, worauf geritten wird, und das hat sich verändert. Und dann guckst du das durchgehend bei anderen Sachen, wenn du sagst, ja, also gestern habe ich meine Hacke im Wasser gelassen, im Fluss, ne, wo ist sie? Und dann hast du diese Hacke, dann untersuchst du die Hacke. Und dann sagst du, ja, die Hacke ist hier, okay, und morgen brauche ich die Hacke und so weiter. Dann siehst du plötzlich, die Hacke hat sich genauso wie das Pferd geändert. Ja? Es hat einen Marker und es hat einen anderen Marker in der Zukunft. Und dann untersuchst du alle Worte und stellst fest, die Hopis machen bei allen Bezeichnungen vier Gegenstände. Vier Phänomene also, ob es jetzt Wolken Okay. sind, ob es Menschen sind, ob es Tiere sind, Pflanzen, die markieren die anders für die Zukunft, anders für die Vergangenheit, anders für die Gegenwart. Und das Geschehen, das bleibt sich immer gleich. Ja. Deswegen hätte die ja, es macht auch Sinn, dass man das dann Phänomene nennt und nicht Gegenstand. Weil Gegenstand ist ja was, was fest ist, Ja, was ein Leben ist, genau. ja. Es ist also, und dann gehst du noch weiter und dann sprichst über so Wertung, ja. Was für ein Wert hat das, wenn das in der Zukunft ist? Was für ein Wert hat das, wenn es in der Vergangenheit ist? Weil du findest Texte, die zum Beispiel mit Religion zu tun haben, wo permanent nur der Zukunftsmodus kommt bei den Phänomenen, ja. Und dann stellst du fest, dass es gibt eine Wertskala der Intensität, dass zum Beispiel eine mittlere Intensität ist die Gegenwart, eine schwache Intensität ist die Vergangenheit und eine starke Intensität ist die Zukunft. Also alles, was in der Zukunft ist, ist stärker als was in der Gegenwart ist. Was hat es für eine. Und dann fragst du nach dem Erleben, weil schließlich willst du sozusagen das große Geheimnis
der Ethnologie und schließlich auch sozusagen der Poesie oder der Kunst ist, schlicht ein anderer zu sein. Ja? Du willst als wie ein anderer erleben. Ja? Du willst jemand anderer sein, weil sonst bist du in deinem Schädel für immer verhaftet, der zu sein, der du bist, ne? Was langweilig wird nach ein paar Jahrzehnten. Ne? Okay, du willst ein anderer sein und erleben wie die anderen, ne? Um sie kennenzulernen. Und dann stellst du fest, wenn du das so mitmachst, ja, du musst da leben, ja, und mitmachen mit denen, dass die Zukunft erleben, als ob die heranrollt. Die rollt heran, sie ist sehr stark, sie geht durch den gegenwärtigen Moment und verblasst in der Vergangenheit. Und das ist durchgehend bei allen Phänomenen für die ganze Kultur so. Also sie leben nicht wie wir, dass wir hier sind, intensiv in der Gegenwart, mit einer mehr oder weniger verblassenden oder erhaltbaren Vergangenheit durch unsere Medien, Aufbewahrung, Bilder, Fotos und so weiter, und einer schlicht undefinierbaren Zukunft, ja, ja, die wir prognostizieren und die wo wir irren grundsätzlich, ja, was immer anders wird, ja. Denn die machen keine Prognosen, die haben also andere Fühler herausgestreckt, die spüren die Gegenwart, also die Zukunft, wie sie heranrollt, und es trifft immer zu. Es kommt das, was sie erahnen, weil sie eben keine Technologie machen, die haben keine Prognosen, die haben keinen Dichtungspunkt, die irren sich nicht, ja, weil sowieso sowieso klar ist, was kommt, ja. So erleben die das. Ob es jetzt mal physikalisch wahr ist, ja, oder nicht ist, das ist ein anderes Blatt. Ja. Das geht um jetzt das wertende Erleben. So ist es in dieser Kultur. Und sie hat tausende Jahre so funktioniert. Basta. Und als sie kam, dann ist sie ausgelöscht worden. Aber das hat sie auch gesehen. Deswegen hat sie sich nicht gewehrt. Ihre großen Schamanen haben das gesehen, dass es kommt. Und sie haben gesagt, genau, unsere Zeit ist die Zeit der Aufbewahrung gewesen und jetzt auch das müssen wir aufbewahren, aber nichts mehr, ja, weil es so kommt. Gut, also wir sind sehr weit gekommen von dem von der Frage, ob es nicht vielleicht zu wenig ist, ne, große Gedanken nochmal und noch immer wieder und nach 10 Jahren wieder zu denken. Ne? Das ist nicht der Fall bei den großen Gedanken, weil das ist nicht Wiederholung, das ist ein neue Geburt. Die wird neu geboren und das ist das Höchste, was der lebensbejahende Philosoph macht, weil es ihn erneuert, ja, weil es geht um Phänomene, die vielleicht einmal in 2000 Jahren passieren. Ja. Wir sind an so einer Schwelle zu einem anderen Paradigma und es wird viel darüber gequatscht seit einigen Jahrzehnten, aber ich glaube, es hat schon eben an der Schwelle zu dem 20. Jahrhundert angefangen mit der neuen Kunst, mit dem Impressionismus, mit dem Expressionismus, mit der modernen Musik, ja, mit dem Dadaismus, mit dem Surrealismus. Es ist immer früher in der Kunst als in der Wissenschaft. Ne? Und die großen Philosophen haben das, glaube ich, noch vor den großen Künstlern erwogen und die Dichter. Ja, und seit der Zeit ist es in der Luft. Ne? Die moderne Physik hat das dann untermauert durch ihre Untersuchung der subatomaren Welt, ja, wo die lineare kausale Logik nicht mehr gilt, ja. Und wie Terence McKenna, ich also wiederhole diesen Namen Terence McKenna her, das ist ein außergewöhnlich kluger Kopf, dessen besonderer Beitrag zu dem Verändern des Hardwares sind die Philobestine, also die Pilze, ja, die Drogenpilze. Das kann man auf sich beruhen lassen und so oder so werden. Das nimmt überhaupt nichts von dem weg, was er sonst über die Entwicklung der
Kunst und Paradigmawechsel und Wissenschaft und Physik sagt, das kann jeder große Philosoph unterschreiben. Deswegen macht es ihn faszinierend, dass er trotz dieser höchsten Rationalität, ja, und höchsten Belesenheit und größtem Überblick über die Zeitphänomene, dass er dann noch den Sprung macht zu den Pilzen, zu diesen Drogen und sie als das ratsame Verenden des Hardware anpreist, ja, weil es schlicht am ökonomischsten ist. Ja, das geht am schnellsten. Ja. Aber das müssen wir nicht in Kauf nehmen. Ja. Das ist, ich sage wirklich, das habe ich gelernt zu unterscheiden, ja, dass jeder große Denker hat seine Macken. Ja. Jeder Erneuerer hat seine Spezifität. Und man muss schauen, wo die Kritik berechtigt ist, genauso wie man, also beim Goethe, ja, es wird tradiert, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder so, dass einmal er hat so ein Gedicht oder ein großes Werk präsentiert und da kommt ein also schulmeisterischer Kritiker und sagt, aber hier, Herr Goethe, hier fällt ein Komma oder so, ja. Und damit war für ihn das Werk erledigt, ja, weil das nicht korrekt geschrieben war. Den Inhalt hat ihn nicht interessiert. Das hat ihn die Orthographie, die Grammatik interessiert, ja, weil es war so einer, der auf Komma achtet, ja. Genauso dürfen wir nicht die Gedanken der großen Denker also auf ihrem persönlichen Vorlieben für das oder für schnelle Autos oder für das oder kritisch festnageln, sondern man muss das Denken, die Inhalte anschauen. Und das, was er eben sagt, das kann ich sehr wohl unterschreiben und habe das an vielen anderen Orten gehört. Und was war das? Habe ich jetzt verloren. Was ich sagen wollte, was er auch sagt, über diesen Paradigmawechsel hat er auch sich ausgelassen, dass er schon sehr lange andauert, ja, und dass es nicht irgendwie ein Schluss oder Strich oder eine plötzliche Transformation ist. Es wächst langsam durch. Das ist auch der Thomas Kuhn da drin, diese Struktur der wissenschaftlichen Revolution. Es ist immer in einer Institution eine festgefahrene Methode, oder? Die haben Stellen, die haben ihr Geld, die haben ihr festgefahrenes Stil, ne? Und da kommt ein Neuer, wie du, an die Uni oder an die Arbeit oder in die Forschung und der will was Neues. Was passiert? Das wird untergedrückt, weil es geht gar nicht um das Neue. Es geht um die 12 Uhr Pause, es geht um die Gehälter, es geht um die Projekte, die abgesprochen sind mit den Kollegen, die wir schon sowieso lange kennen und da gehen wir zusammen machen Urlaub und so und ne. Und du mit deinen vielleicht wirklich weltbewegenden neuen theoretischen Ansätzen, ja, wirst schlicht ignoriert, weil es passt nicht jetzt. Ja. Was du machen musst, du arbeitest am Rande, entweder in der Institution auf einem Randphänomen, ja, oder du gehst ja ganz weg und machst so irgendwie eine Außenseite oder schließt dich zusammen mit anders Veranlagten und macht neue Gedanken, aber die müsst ihr umsetzen bis in die Produktion. Ja. Und das ist schwierig. Ja. Okay. Aber das ist die Struktur der wissenschaftlichen Revolution. Es wird am Rande geackert, so wo Randprobleme sind, die werden besser gelöst, die sterben aus, die in der Mitte, die gehen in die Rente und aus der Peripherie rutschen die Leute in die Verantwortungspositionen, na, und dann wird das neue offiziell erklärt, ja, das haben wir schon immer machen wollen. Ja. Weiß. Das ist auch die eine Methode, dass man dir das klaut und sagt, man hätte das schon immer machen wollen. Ja. Aber das dauert, ja, das dauert eine Generation mindestens. Ja. Und bei dem Paradigmenwechsel von dieser Reichweite, die heute empfunden wird, weil wir am Ende, wie Heidegger sagt, einer 2.500 bis 3.000 Jahre lange Tradition des Denkens sind. Weil alles, was wir denken, wurde durchgespielt bei den Griechen. Man darf nicht denken, dass wir in der abendländischen Philosophie etwas Neues grundsätzlich gefunden hätten. Die ganzen Varianten, die wir bis heute
durchackern und irgendwie nennen wie Idealismus, Materialismus, Phänomenologie, Hedonismus, was auch immer, wurde alles durchexerziert von exemplarischen Denkern, ja, und seit der Zeit läuft das, ja. Und wir haben vielleicht nur das Prozessuelle mehr betont, weil wir machen noch einen Tee, ist nicht mehr da. Und das, was heute uns erwartet oder irgendwie nicht erwartet, also was sich aufdrängt, weil schlicht durch das Scheitern unseres alten Paradigmas wir dazu irgendwie gezwungen sind. Im persönlichen Leben geht es manchmal nicht mehr so weiter, ne? Und in dem großen Leben der Institutionen ja, können die sozusagen tanzen noch eine Weile so, wie sie, solange sie nicht in die Rente gehen. Ich meine, ich glaube, die vielen Politiker und Profs an der Uni, die haben so eine Ahnung, meine Damen und Herren, ist brenzlig, ich weiß wirklich nicht so ganz, ja, wie das weitergehen soll. Hauptsache, ich schaffe das bis zu der Rente, ja. Und dann setze mich ab irgendwo nach Spanien oder Frankreich, da habe ich mein Häuschen, da kann ich endlich immer das Gleiche lesen, was ich schon gewöhnt bin, ja. Und dann habe ich meine Ruhe, ja. Und Rest ist mir egal, ja. Jetzt habe ich das, was der Trenz sagen wollte, das in der Physik. Interessanterweise, die fortschrittlichsten neuen Sprünge gemacht worden sind in das neue Paradigma schon mit Einstein und mit den anderen in den 20er, 30er Jahren. Ja. Und das vorher, im 19. Jahrhundert, hat die ganze Humanwissenschaft ja, mit großen Bewunderung auf die Physik hochgeschaut, ne, und hat gesagt, wow, das ist aber Wissenschaft, ja. Da macht man eine Theorie und da macht man eine Versuchsanordnung und es stimmt bis zur fünften Stelle hinter der Komma, ja. Stimmen die Ergebnisse mit der Theorie, ja. Wow, das ist was, ja. Und deswegen haben alle, was in der Biologie und dann auch später in der Humanwissenschaften, sich von der Physik quasi leiten lassen, weil sie wollten diese ungeheure Kraft der Übereinstimmung zwischen Theorie und Ergebnis des Experiments, ja. Aber in den 20er Jahren hat die Physik diese einfache Zuordnung verlassen und hat sich gezeigt, dass das schlicht einfach die Art, wie ich zu der Anordnung der Experimente stehe, die verändert das Ergebnis. Sozusagen, weißt du, die Relativitätstheorie und die subatomare Physik, Quantenphysik, da hat sich gezeigt, wenn ich... Relativitätstheorie nicht. Nicht, also Quantenphysik. Hat ja gesagt, Gott wirkt nicht. Ja gut, also... Das war dann später erst in der Quantentheorie, wo diese Effekte kamen. Genau, wo in der Quantenphysik, habe ich ja mal gelesen, dass wenn ich entscheide zum Beispiel, die Wellenstruktur der subatomaren Physik zu beweisen, dann mache ich eine Versuchsanordnung und es kommt so. Okay, ich beweise, die Partikel quasi verhalten sich wie Wellen. Dann sage ich, nein, aber ich will die partikulare Struktur der subatomaren Physik beweisen. Dann mache ich eine andere Anordnung, Versuch, und es kommt auch so. Ich beweise eben das, was ich beweisen will. Ja. Und da denke ich, dass bis in diese ganze Magie der Bosome und der Supra Mini-Dings da, die da herumflattern, ja, dass die da auch so verfahren. Die stellen sich etwa irgendwie ein super Teilchen, ja, das beweisbar sein soll, und dann machen sie die Versuchsordnung und dann finden sie den auch natürlich. Ne? Und dann gibt es weiter Kredite und so weiter und Untersuchungen. Und dass man alles finden kann. Das Teilchen, was sie jetzt suchen. Ja, ja, also dass man davor. Vorher haben sie auch schon eine ganze Reihe von Teilchen gefunden. So, ja, tausende nach diesem letzten Higgs-Teilchen, was da irgendwie noch ein genau. Puzzlestück ist für und, die Theorie. Okay. Wer hat das irgendeiner vorhergesagt vor 40 Jahren und jetzt suchen sie so lange, bis es finden. Aber, okay. Aber die, wie du sagst, die müssen nur die richtige Versuchsanordnung genau. haben, dann finden sie wahrscheinlich alles. Ja, weil was kommt da eigentlich? Es kommt irgendwie eine optische Spur an irgendeinem Bildschirm, okay, die gedeutet werden muss. Ja,
Ist das, das ist nicht. Sie sehen niemals, sie erleben niemals diesen konkreten Partikel. Sie sehen über zig Übersetzungsstufen durch Registrierungsapparaturen. Am Ende sehen sie eine, entweder eine Spur auf dem Bildschirm oder irgendwie eine Zahlenreihe verändert sich, die was registrieren soll. Ja. Also das ist enorme Magie, na, was da betrieben wird. Ja. Eine enorme Deutungskunst, ja, wo man über 50 Stufen sich abgesprochen, was bedeutet, ne? Welche Zeichen, welche Signale, welche Bedeutung haben. Ne? Ich, 50 Mal entfernt von den Phänomenen. Also, habe ich gelesen, wir hätten schon ein starkes Anzeichen dafür, okay, dass wir es gefunden haben. Genau. Und das veröffentlichen wollen sie aber erst in 2012. Dann. Ja. Ja, ja, genau. Also, ja, ja. Das Anzeichen ist ein halbes Zeichen, ja. Genau. halbe Spur auf dem Bildschirm. Gut, aber was die Idee, meine Idee war, dass obwohl die Physik diese ganze einfache Kausalität und Linearität dann verlassen hat, hat die Humanwissenschaft und die Biologie gar nicht darauf reagiert. Obwohl sie vorher so die Physik bewundert hat. Ja. Es hat lange gedauert bis zu diesem sogenannten New Age, ja, das in allen anderen Disziplinen wie in der Biologie und Sozialwissenschaften, was auch Medizin, jetzt ein paar alternative Modelle kommen. Ja. Und jetzt kommen sie aber mächtig, ja, aber mit großer Verspätung und die Physik schon längst dort. Ja. In diese alternativen, in den alternativen Universen. Was da in der neuesten Physik auf uns geschüttelt wird, mit den, wie viele Dimensionen haben sie jetzt postuliert, dass es vielleicht gibt, ja? Zig, 11 Dimensionen vielleicht. Was gibt es an sogenannten diese Weltentstehungstheorien, also das vor dem Big Bang, das ist jetzt nicht mehr so sicher, ja, da könnte also es ein anderes Universum gegeben hat, das sich zusammengezogen hat, und dann haben sie diese Blasenuniversen, diese parallele Universen, und die Zeit kann hin und so, also weiß, der ist das rein märchenhaft. Also, wir haben also genug, meine Damen und Herren, es war ein zusammenfassendes Vortrag über die Wichtigkeit des, man sagen würde, des aktuellen Instanzierens der großen Gedanken. Also, dass ich einen großen Gedanken nochmal denke, ist gar nicht so schlecht, sondern ist so groß, ja, dass ich ihn eigentlich erleben muss, um seine Tragweite zu verstehen und erleben. Wenn ich ihn mir aufschreibe, ja, und lese ihn hin und wieder und habe das abgehakt, ja, dann habe ich seine Tragweite nicht angemessen verinnerlicht, weil es muss mich erschüttern. Ja. Es muss mich erschüttern bis in die Grundlagen meiner Seele und meines Leibes, was es an Implikationen hat, wenn dieser grundsätzliche Gedanke meine ganze Weltzuwendung ändern werde. Und das ist das Nachgehen dem Gedanken, wie es der Heidegger formuliert hat. Deswegen nennt er das unterwegs auf die Lichtung. Er sagt dann auch, dass wenn man unterwegs ist, ne, verwandelt sich die Frage, die man hatte, und man kommt, wenn es hochkommt, wie er sagt, wenn man einen Sprung wagt, wenn man sich von dem Grund abstößt, das bedeutet von dem bisherigen Paradigma, von der bisherigen Art und Weise, wie man gedacht hat, wenn man von diesem Grund abspringt, dann fällt man nicht in einen Abgrund, wie er sagt, sondern in das neue Paradigma, auf das andere Ufer, wo er sagt, wo eine ganz andere Welt. Und da glaube ich, man kann das in diesen Zen-Erfahrungen, wenn man es nicht gerade mit Terence McKenna macht, mit den Pilzen, wo er sagt, garantiere ich euch, wenn sie DMT nehmen, dann ist binnen von 30 Sekunden ihr Paradigma total weggewischt. Ne? Und man sieht eine völlig andere Welt und staunt nur. Ja?
Also das ist die Notbremse, wie die Terence vorschlägt, weil er sagt, es gibt nicht die Zeit, um genügend große Menge von Menschen von der Notwendigkeit des Paradigmaswechsels zu überzeugen. Ich selbst arbeite mein ganzes Leben dran und ich weiß, wie schwierig das ist, das zu erleben, bis in die, ja, wirklich diese Erschütterung, ja, die es mit dir macht, wenn du das aktuell nochmal denkst. Und deswegen habe ich ja die Meditation, eben Zen, ja, oder eben diese Rituale, der Sportrausch, ne, und das Qigong zusammen, spricht von einem anderen Paradigma, einen anderen Umgang mit der Natur, aber es spricht nicht nur, sondern es ist erlebbar im Leib, ja, und in der Seele. Und ich weiß, dass ich da 20, 25 Jahre gebraucht hatte, wie du sagst, auch mit Verwunderung von täglicher Übung. Ja. Und nicht nur eine, sondern 4, 5 Stunden. Ja. Okay, und wer kann das investieren? Niemand fast, der nicht eine Macke hat, ja, der nicht so überzeugt ist davon, dass er das ja eigentlich schon hat, ja. Man hat das als Kind, ja, dass man diese besonderen Zustände mit der Natur erlebt, ja, also Dichte haben, dass Edgar Allan Poe hatte das als Kind, ja, und verbrachte sein ganzes Leben, um das zu fassen, ja, in seinen Gedichten. Er nahm dann noch reichlich Alkohol, wenn er nicht weiterkam, ne? Okay, also du siehst, wie notwendig das ist, wenn man schon einmal einen großen Gedanken begreift, ohne eben Drogen und ohne eben Rausch und ohne alles, und das erschüttert dich, ja, das ist eine sehr seltene Spezies, ja, das ist so ein Juwel der Sicherheit, den man hat, ja. Und dazu kann man immer zurückkehren. Und dazu gehört Heideggers Vortrag. A. Über die Identität, dann über die Metaphysik der Sprache und dann sein Vortrag über das Wesen der modernen Technik. Ja. Alles so ungefähr nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg vorgetragen. Ja. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von unserer Transfakultät für Verlangsamung, wie ich das nenne, weil diese wurde von Peter Sloterdijk, das ist ein weiterer großer Philosoph der Gegenwart, Peter Sloterdijk, ein Rektor der Uni in Karlsruhe gegenwärtig, also das ist wirklich der Denker, der in Fußstapfen von Nietzsche, Heidegger geht, in der modernen Zeit, und der hat vorgeschlagen, in seinem Buch Das Dauer der modernen Zeit, oder wie hieß das, so ungefähr, dass wir Transfakultäten für Verlangsamung gründen sollten. Das heißt, Orte der Diskussion und der Forschung, die transfakultär sind, das heißt nicht an der Fakultät der Uni, weil dort geht es eben nicht, das ist eine Institution, die also ihre Regeln hat, ja, also dazwischen und verbinden zwischen den Fakultäten, und Verlangsamung, weil der Phänomen der Beschleunigung, der heute überall ist, das größte Hindernis ist für das eigentliche Denken. Ja. Wenn es schnell gehen muss, dann wird immer dasselbe draus. Ja. Genauso wie du es hast im Tennis. Ja. Wenn du schnell 2 Aufschläge hintereinander machst, dann sind, also, beziehungsweise wenn du einen Fehler machst und sofort aufschlägst, dann machst du Doppelfehler. Du machst das, weil der Muster im Gehirn ist immer noch derselbe. Du musst den Muster brechen und irgendwie etwas dazwischen machen, und das mache ich mit Vorliebe, dass ich mit der anderen Hand schlicht aufschlage, und dann mache ich den Fehler nicht, weil der ganz andere Muster an die Reihe kommt. Aber sonst, egal, überall, wenn das schnell gehen muss, dann greifst du immer auf das Alte, was funktioniert. Ja. Also fertig, vorbei, tschüss. Ja. Und Beschleunigung ist das Phänomen der Zeit hier. Terence McKenna mit seiner Auffassung meint, dass das nicht nur an uns liegt, sondern dass die Zeit als an sich, als Kontinuum, so praktisch Flaschenhals Orte hat, wo die Zeit tatsächlich an sich
komprimiert wird, ja, dass sie nicht kohärent, irgendwie homogen verläuft, immer gleich, sondern es gibt Epochenschwellen, wo das also verdammt, also einfach durch das Medium der Zeit, welches beim Einstein ja nicht, nicht irgendwie abstrakt tickende Uhr ist, sondern es ist Raum, ne? Die Zeit ist eigentlich eine Fläche, ja, die bestimmte Krümmungen hat bei Einstein oder sowas, die du durchmessen kannst. Also die Zeit ist nicht in der Uhr, ja. Die Uhr ist eine Mechanik, die arbiträr so geteilt wurde, ja. Das ist nicht mit der wahren Zeit, ja. Die wahre Zeit ist die Umdrehung der Erde, ne? Wahrscheinlich. Und die subjektiv erlebte Zeit, das ist also egal, vergiss es. Also die Beschleunigung ist aber objektiv da, durch die Technologien, durch diesen Wahnsinn der Termine, ne? Und Sloterdijk hat richtig darauf hingewiesen, dass wenn du es weiterdenkst, der letzte Phase der Beschleunigung ist die Explosion. Ja. Es wird immer schneller und dann explodiert es, wenn es die Lichtgrenze erreicht, ja, oder irgendwie. Also besonders für das menschliche Gehirn ist eine Explosion äquivalent mit einem Gehirnschlag. Ne? Und das sehen wir in der medizinischen Praxis, dass da immer mehr jüngere Leute mit Gehirnschlag zur Seite treten, ja, von dieser Beschleunigungsbahn. Ja. Und deswegen Transfakultät für Verlangsamung. Das bedeutet, meine Damen und Herren, was haben wir gemacht? Wir haben ordentlich ausgeschlafen. Ich bis 12 Uhr habe ich Gitarre gespielt und habe Balladen und Lieder gemacht, so im Bett. Ne? Dann haben wir leicht gefrühstückt und dann haben wir 5 Stunden Ritual am See gemacht, ne? Mit Qigong und Laufen und Tennis und Atem und sowas, Klopfen, Bürsten, Abkühlen, sehr komplexe Sache. Und dann haben wir eine 1,5 Stunde so Pause dazwischen, ja, essen und sich restrukturieren, um in die Philosophensessel zu fallen, ne? Und dann haben wir uns etwas aus der Vergangenheit, meine Reisen angeschaut, wo wir dann eben im Jahre 2006 auf einen Vortrag in dem Böhmewald kamen, wo ich schreitend durch die weihnachtlichen Wälder über Heidegger und Zeit und Denken gesprochen habe, und dann kam die Frage von Johannes, ja, das hast du schon damals gedacht. Und darauf haben wir also diesen ganzen Vortrag angehängt. Also wir haben es langsam und ausführlich und ohne Druck gemacht. Und so, also das heißt, aus unserer Fakultät für Verlangsamung, schönen Abend, ein Tag nach der winterlichen Sonnenwende. Tschüss, ciao, ciao. Oder möchtest du noch was sagen? Nein. Tschüss, ciao, ciao. Genau. Ciao, ciao. Unterwegs in den Hallen der Gedächtnis, unterwegs in den Hallen der Gedächtnis, mit Herrn Pavlos, sei willkommen auf dem Wegen.